Wir sind gerade mitten im Aufbau. Ich mache meinen Kontrollgang, bin total begeistert von unserem wunderschönen Festplatz mit den wirklich attraktiven Geschäften. Die letzten Feinarbeiten sind im Moment in Gange. Es kommt der, vorne an der Ecke ist noch ein Platz frei. Da kommt noch ein Geschäft direkt von Hamburg aus uns. Das heißt, er spielt am Montag noch, wird am Dienstagabend hier bei uns erwartet. Und so langsam wächst er und wird rund und wird ein schönes Gesamtbild geben. Und am Freitag, den 25.04. geht es dann endlich los und 17 Tage lang heißt es dann herzlich willkommen auf dem Münchner Frühlingsfest, in dem Jahr zum 50. Mal. Wir haben hier hinten den Platz neu gestaltet, das heißt, das Weißbierkarussell ist hier nach hinten gewandert. Man hat jetzt sehr schön die Möglichkeit, hier hinten ganz lauschig mit dem Hintergrund der Bäume gemütlichen Pilz zu trinken oder ein Weißbier oder ein Glas Al Prosecco, was wir Frauen natürlich lieber mögen. Und man kann in Ruhe hier rausschauen, seine Kinder beobachten, wie es vielleicht gegenüber Wellenflug fahren oder Feuer und Eis. Und das wäre der Gedanke, den Platz attraktiver zu gestalten, neue Ecken zu schaffen, wo man sich einfach wohlfühlt, hier auf unserem 50. Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Ups. Wir haben hier, wenn man aus der U-Bahn rauskommt, ein 3-Etagen-Belustigungsgeschäft des Psycho, also Nervenkitzel pur. Hier erlebt man abstürzende Aufzüge, Erdbeben, also alles, was einem weiche Knie bereitet. Wirklich ein Eyecatcher ist auch der sprechende Baum. Das ist geeignet wirklich auch für die ganze Familie. Und wir legen immer Wert darauf, dass so jeder auf seine Kosten kommt. Und ich finde die Ecke hier sehr, sehr schön, weil wir haben hier drüben den Flipfly, der ja in die Menschen reinschwenkt und nicht rechts oder links vom Geschäft. Und das macht das ganze Eck eigentlich sehr, sehr spannend. Der Flipfly schwenkt eben rein. Wir haben hier den tollen Baum vom Psycho. Gegenüber kommen neue Wasserbälle hin. Das heißt, hier können sich die Kinder auch tummeln. Es ist ein schöner, offener Platz geworden. Und wenn man einfach weitergeht, wieder ein spannendes Eck. Wir haben den Skater, der wieder in die Höhe schwenkt, der Spannung bringt. Gegenüber Frisbee in dem hinteren Bereich. So als Pendant ein bisschen. Vorne natürlich der Breakdance, was die Jugend sehr, sehr liebt. Und der Vergnügungspark ist wirklich wunderschön geworden. Ganz, ganz toll. Ich bin total begeistert von den wunderbaren Geschäften, die wir hier haben. Und bin sehr, sehr stolz, dass er eben so schön geworden ist in diesem Jahr. Mein Gott. Ne? Genau. Fünf Meter mit Meeresfrüchte-Geschäft. Das filmen wir lieber nicht. Also hier auf der Seite haben wir eigentlich auch ein sehr schönes Bild und zwar das Hippodrom ist auch ein Zelt, wo eigentlich immer für Qualität gestanden hat. Und in dem Jahr wird es eben von Tina Kretz betrieben und von ihrer Schwägerin, der Frau Basi, die eigentlich auch eine Gastwirtin mit Leib und Seele ist, sehr gut sich hier in den letzten Jahren etabliert hat und ja, tatkräftig uns unterstützt hat als Wirtin. Und wir freuen uns eigentlich auf sie und auf die Qualität, die dieses Zelt eigentlich bietet. Gut. Auf der Seite haben wir die Scooterzone, den Kollmann mit seinem Autoscooter. Und der nächste, neben der Platz, der jetzt noch frei ist, da kommen meine geliebten Mäuse hin. Da kommt die Mäusestadt hin. Und die hat ja auch einen Lift. Das heißt, wenn sie irgendein Handicap haben, nicht so gut zu Fuß, in einem Rollstuhl sitzen oder ein Kind, wo im Kinderwagen sitzt, kommen sie mit dieser Rampe ohne Probleme hoch und können da die vielen braunen, grauen und weißen Mäuse betrachten. Was ganz was Putziges. Das ist auch ein sehr spannendes Eck, weil wir hier wirklich haben, was ein Volksfestplatz bietet. Wir haben hier die Süßigkeiten, die Mandeln, wir haben aber auch den Babyflug, der hoch rauf will. Hinten kommt noch eine Ponyreitbahn hin, daneben haben wir eine Kindereisenbahn und schwupp, gleich neben der Kindereisenbahn wieder Spannung und Thrill pur, der Skater, wirklich was für gute Nerven, was wo es wirklich will, zugeht. Wieder ein Kinderkarussell und daneben wieder sofort was Verrücktes. Breakdance, eigentlich das In-Geschäft bei der Jugend schon seit Jahren, neben dem Autoscooter.
was, wo absolut ja, immer nach wie vor noch in ist, nach vielen, vielen Jahren. Und was wir in diesem Jahr auch haben, wenn wir nach vorne schauen, der Aufbau ist zwar noch nicht so weit, aber man kann es deutlich erkennen, es ist das Oktoberfest-Riesenrad. Es wird unten vom Eingang her ein bisschen kleiner aufgebaut, aber der Münchner oder der zu uns zu Besuch kommt, kann wirklich aus 50 Meter Höhe eine ganz tolle Silhouette sehen, sei es von der Bavaria bis auf der anderen Seite St. Paulskirche, Olympiagelände. Ein Blick, den man in der Art und Weise sonst nicht hat. Und ich finde die Mischung wahnsinnig gelungen. Ich muss mich so. Auf der Seite kommt der Flipper hin. Zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest, bekannt aber vom Oktoberfest vom letzten Jahr, war auch im vergangenen Jahr auf dem Olympia-Sommerfest, also im Park-Sommerfestival gestanden und ist auch wieder eine nette Ecke. Hier drüben haben wir den Märchenverkehrsgarten, was für die Kinder, mein Riesenrad im Hintergrund mit der Bavaria und auf der drüberen Seite praktisch der Flipper, im Hintergrund die Festhalle Bayernland, ja unser zweites Festzelt, das wir haben. Unser Westernschießen, wirklich Dinge, die den Festplatz attraktiv machen und für jeden was bieten. Wie gesagt, der Eingangsbereich im letzten Jahr neu gestaltet mit dem Löwen, in dem Jahr vollkommen neu bemalt, die Fassade, die beiden Türen über der König Ludwig. Man muss aus Leidenschaft dabei sein. Leidenschaft ist alles. Und man muss das mit Herz machen und dann haut das ganz gut hin, glaube ich. Ich habe auch gerade geschwärmt, dass du da Innendeko schon drauf hast, dass du neue Hopfengrenze gemacht hast, was uns Frauen natürlich auffällt. Wir sind ja so. Wir können auch kurz. Nein, gehen wir da nicht. Ich glaube, es geht. Aufbaumäßig, ja. Nein, wir haben eine neue Gestaltung in unserem Festbüro mit Küchenverkauf. Was gerade noch in der Arbeit ist. Die komplette Front wird natürlich dementsprechend erweitert. Genauso Hopfengrenze sind herin. Komplette Werbung, natürlich vom Augustiner. Naja, ansonsten ist eigentlich alles beim Alten geblieben, außer unsere zwei neuen Türen. Was wir zusätzlich noch geschaffen haben fürs Wochenende im Ausgangsbereich oder für den Ausgang. Was heuer ganz neu ist, ist unser Toilettenfront mit 40 Metern. Unter anderem Behindertentoiletten, Damen, Herren, Urinale. Also richtig durchgemischt, es kann jeder überall aufs Klo gehen. Ja, hier an der Ecke steht Rallye 2000. Wir haben praktisch in dem Jahr zwei Autos da, schräg gegenüber von der Festhalle Bayernland. Und eben auch wieder diese Mischung zwischen kulinarischen Köstlichkeiten, wie hier drüben das Parkett oder die Waffelbäckerei. Dazwischen immer die Schieß- und Belustigungsgeschäfte, ein Geschäft für die ganze Familie, der Taumler. Hinten was über Kopf geht, der Topspin. Und in dem Jahr auch zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest vertreten, die Raftingbahn Rio Rapidos. Ja, stimmt.